Herzlich willkommen zum Dislike der Woche. In dieser Woche ist mein Dislike die Jugendpolitik der Bundesregierung. Im Allgemeinen und im Speziellen. In der letzten Woche haben wir Holter die Polter den 14. Kinder- und Jugendbericht im Familienausschuss verabschiedet. Die Bundesregierung will nicht weiter von einer Expertenkommission darauf hingewiesen werden, dass sie in der Jugendpolitik vollständig versagt hat, dass sie die Jugend vergessen hat, dass die Allianz für Jugend, die sie großkotzig initiiert hat, dass diese Allianz, dass der keine konkreten Maßnahmen folgen, dass die Bundesregierung im Prinzip einfach auf keiner Ebene was getan hat. Und in dieser Woche erleben wir jetzt den nächsten Jugendgipfel für die europäische Jugend. Es sollen 6 Milliarden für die Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung gestellt werden, obwohl doch jedem klar sein muss, dass das viel zu wenig ist, um die Generation der Jugendlichen in Europa mitzunehmen. Das ist mein Dislike der Woche. Ich bin gespannt auf eure Kommentare bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. Thank you.